Schau nach oben. I can't take it anymore. Make it stop. Nee, ist ernsthaft, wo ist der Baum hin? Der Junge wird die Konsequenzen zu spüren kommen. Ich habe irgendwas jetzt ganz arg versäbelt, glaube ich. Ich bin jetzt schon wieder auf einem ganz anderen Weg. Ich bin jetzt aber sowas von auf einem ganz anderen Weg. Hier. Ich bin jetzt echt sowas von scheiße gelaufen. Kann doch nicht wahr sein. Ich bin doch eigentlich nur vom Baum weg geradeaus gelaufen. Warte. Bullet. Komm her. Komm wieder zurück. Kommst du? Komm jetzt. Das ist unglaublich, oder? Bullet. Come here, boy. Komm jetzt. Bullet. Okay, der hängt jetzt irgendwie da vorne fest. Der kommt nicht mehr hoch, scheinbar. Heel. Kommst du jetzt? Geht nicht mehr, ne? Der kommt nicht wieder. Scheiße. Ja, war jetzt eine doofe Entscheidung, ne? Ich hätte unter den Baum kriechen sollen wahrscheinlich. Das wäre... Jetzt gehe ich halt da runter. Dumm hier laufen, ne? Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe diesen Jungen auf dem Gewissen gleich... Not one bit. So what is it? Another body? Wouldn't you like to know? What? I don't understand. You're almost there. Almost free. Just one more step, that's all it takes. You want me to... kill myself? I gave you what you wanted all these years. No. I'll kill the dog. Nein. Bury it. What? No, fuck you, no! It'll be quick. Think about it. I could have left you a knife. No, I will not kill Bullet. But this... this is where you draw the line? A fucking dog? I should have drawn one long ago. I'm not doing this anymore. Brought this on yourself, on the boy. Stop hiding behind a child, you coward! God damn it! Okay. Also Gott sei Dank musste ich mich jetzt ja an der Stelle nicht entscheiden, den Hund zu erschießen. Oder auch nicht. Möglicherweise... Da ist der Hund, okay. Bullet, no! Okay. Hund? Wo ist er? Bullet? Nein, bitte nicht. Wo ist der Hund denn hin? Nein. Ach, leck mich doch am... Hallo? Am Arsch. Wo ist denn der Hund jetzt? Hey, Bullet! Wait up! Wo ist er? Muss ich vielleicht doch hier lang? Hier durch? Fickt euch doch. Entschuldigt die harte Ausdrucksweise, aber... Wäre ich doch unter diesen Baum gekrochen. Oh Gott, no, please. Don't move, buddy. Don't move. Okay, shush. Vielleicht kann ich ihn noch retten. Let me just die. Boy, you're heavy.
Jetzt muss ich ihn tragen. Aber wohin? Someone's been eating too much scraps from the table. Gonna have to take longer walks, buddy. All around the block. I'm not kidding. Good boy. It's okay. It's just. It's gonna be okay. Ich glaube nicht, dass es wieder gut wird. Hätte ich das dem Hund ersparen können, beziehungsweise hätte ich mir das generell ersparen können, diese Fickerei jetzt hier, wenn ich unter den Baum gekrochen wäre, wenn ich einfach das gemacht hätte, was der Psycho die ganze Zeit sagt. Hätte ich einfach immer machen sollen, was er sagt? Ich weiß es nicht. Ah, es wird nicht besser, glaube ich. It'll be alright, buddy. Wieder irgendwelche Symbole an der Wand. Also es wird nicht gut werden. Es wird nicht gut werden. Ah, hier gibt es sogar LTE, guckt. Ah, toll. Bringt uns auch nicht weiter, leider. Atmet er wieder so schwer jetzt? Ach, wir waren da überall schon mal, glaube ich. So groß ist der Wald bestimmt gar nicht. Bestimmt nur 5 Quadratkilometer. Wir sind über im Kreis gelaufen. Muss das jetzt so weit sein hier eigentlich? Jetzt fragt man sich, ob das gemeint ist mit unnötig in die Länge ziehen, dass man hier jetzt 5 Kilometer laufen muss, anstatt 200 Meter. Ist ja gut. Wie war das so schwer? Ich hätte einfach unter diesem Baum kriechen sollen, verdammte Axt. Es heißt ja noch am Anfang des Spiels, jeder deiner Schritte wird beobachtet. Ich habe es nur nicht ganz so ernst genommen. Und es scheint ja tatsächlich wirklich fast jeder Schritt zu sein, ne? Ich wollte nur einen kleinen Schwenker machen, geradeaus, um zu gucken, was da ist. Und schon war es zu spät. Deswegen wäre ich doch lieber unter diesen Baum gekrochen. Und wenn es mehrere Stunden dauert. Auch ein größerer Anfall werden. Könnte auch das Ende des Spiels sein, zu dem wir jetzt laufen. Ich weiß es nicht. Es ist leider gerade ein bisschen blöd gelaufen. Und ich wünschte mir wirklich, ich wäre unter diesen verdammten Baum gekrochen. So wie es mir der Psycho gesagt hat. Ich kann auch gerade gar nichts. Warte. Ich könnte den Hund absetzen. Ich weiß nur nicht, ob es dann weiter ginge. Also wahrscheinlich müsste ich ihn zum Sterben zurücklassen. Ich glaube schon, dass das hier so nicht weitergeht. Wo es ja immer schlimmer wird mit diesen verzerrten Bildern hier, ne? Aber vielleicht bringt es ja was. Also ich werde ihn vorerst mal nicht absetzen, ne?
What? Was? Bullet? Wo ist der Hund? No. No, fuck! Wo ist der Hund? Fuck! Aber echt? You won't break me, you hear me? I won't lose to you! Whatever you are. Ich geh jetzt hier mal. Was? Was soll ich denn jetzt machen? Ich könnte jetzt da lang weitergehen und ich könnte nach rechts gehen. Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn jetzt richtig und was ist falsch? Ich glaube, es ist eh alles falsch gelaufen bis jetzt. Komm, gehen wir mal hier lang. Wir probieren es. Ist doch scheiße. Und hier geht's dann wieder und. Ach, was? Oh Gott, was ist denn das für ein Labyrinth hier? Ich höre immer noch den Hund heulen. Don't come too close. We don't know what he'll do. Was? Habe ich die Kamera noch? Irgendwo Spuren am Boden, denen ich folgen kann, soll, muss? Es ist ein scheiß Labyrinth jetzt hier, oder? Muss ich denn jetzt? Okay, also gut. Gehen wir halt doch da lang. War's halt. Moment. War gerade so ein weißer Punkt. Als wäre da... Ah ja. Da ist was. Foto. Von? You think he was the one behind Peter's disappearance? Hier geht's mal nach oben auf jeden Fall, so wie es aussieht. Also ich glaube, ich habe das Spiel schon komplett verkackt. Also ich werde das schlechteste Ende wahrscheinlich finden, das es überhaupt gibt. Weiß nicht, ob ich da lang sollte. You there, Psycho? Ah. Sheriff. God damn it, Ellis, I've been trying to reach you for hours. Anyway, I just wanted to say that we're dropping the search. It's nothing personal. But hey, you left him there to die. It's only fair you die alone out there as well. Goodbye, Ellis. Was? Calm down. Just calm down. Wer sind Sie denn? Oh. Ach, der Hirsch. Everyone down. Was? Wo bin ich jetzt? Oh, das Spiel macht mich fertig, ey. Okay, also Hund ist weg. Ich bin einem Tod des Jungen schuld, weil ich nicht gemacht habe, was der Psychopath gesagt hat. Bin überzeugt davon. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Aber die Bilder kenne ich auch schon. Wie heißt denn du? Was? Mal. Ah, auch wieder ein Kind.
Ah, weiß nicht. Es ist ja eh egal, glaube ich. Schlechter als jetzt kann es, glaube ich, nicht mehr. Schau nach oben. I can't take it anymore! Make it stop! My ass. Pieces. Oh. Damn it. Okay, Taschenlampe ist für den Arsch. Ja? Der Hinweis, ja, will ich eigentlich gar nicht sehen. Okay, also ich bin, glaube ich, so ziemlich am Arsch. Taschenlampe ist auch am Arsch. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich versuche jetzt mal einigermaßen, da ist ein bisschen Licht, irgendwo hinzugehen, wo ich was sehe. Die Taschenlampe hilft mir nicht mehr wirklich. Oh je, ist ja dumm gelaufen jetzt, ne? Ist ja sowas von tierisch dumm gelaufen. Eigentlich finde ich es gar nicht witzig, aber mir bleibt nichts anderes übrig, als zu lachen. Es ist, ich sehe echt so gut wie nichts. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß echt nicht wohin ich gehen soll. Geht's hier irgendwo raus? Ich glaube, ich muss hier sterben. Oder ich muss tatsächlich auch hier die ganze Zeit nach oben gucken. Ja, sie will das. Ja, ich habe aber keine Wahl, ne? Wo muss ich denn hin? Ja, eigentlich ja nicht, ne? Will ich ja eigentlich nicht, aber irgendwie, ich bin ja auch gerade so ein kleines bisschen in der Zwickmühle und in der Sackgasse. Und eine Kombination aus beiden ist ziemlich aussichtslos. Kannst du mir mal... Moment! Foto! Ne, Videoband. Bin das ich selbst? Das bin ich. Also, Alice. Der von mir, also, ist ja ich. Immer diese Psychospielchen. Hier ist der Hund schon verletzt. Vielleicht kann ich irgendwas... Da ist die Stelle, wo ich den Hirsch... Moment.
have I done? Also es sah zumindest so aus, als wäre das die Stelle gewesen, an der ich den Hirsch da häuten musste. Vielleicht habe ich da aber auch dem Hund was angetan. Jess? I was it. Jess? Also ich check nichts mehr, ne? Rein gar nichts check ich mehr. Ich kann auch nicht schnell laufen. Weak. Schwach. Was? Just kill me already. Pitiful. What the? So you're still struggling, huh? What did you do with the kid? That's what you're worried about. Stupid little man, I could just slit your throat and wear your skin. Then why don't you? You'll have to work for that. You see what you've done? Try as you might, you can only do harm. No. You did this. All I did was give you a choice. You chose the dog, and now it's dead. I failed you. I failed you all. Now you have nothing. Now you are ready. Come. It's time. Jess, I'm so sorry. For everything. If only I could... If only I hadn't married you. If only I'd listened. Jess, please. I know I messed up. You killed them, Ellis. What? You're a murderer and a coward. No. I'm leaving, Ellis. You know what you need to do? Be a man, for once. Nein. Nein. Hab ich eben nicht. Hi. Ja, ich habe halt eben leider nicht alles getan, was er gesagt hat, ne? Und ich glaube, deswegen habe ich jetzt dieses Problemchen hier. Hund ist weg. Dood. Vermutlich. Also ziemlich sicher. Toll. Die Dinger sollte ich ja, wenn es geht, eigentlich auch nicht aufheben, hat's geheißen, ne? Was ich jetzt allerdings mal tun könnte, ist mal einen Blick in den Rucksack werfen. Was machen die Dinger denn? Holzunternehmer, Totem aus Rehhaut. Eigentlich ist das ja nicht nur aus Rehhaut. Hundeleckerli. Ich kann ihn mehr brauchen. Es geht hier eh nicht raus. Ich muss da lang. Vermutlich. Da ist auch alles Mögliche im Weg. Da ist was im... Moment. Da ist aber was. Meine ich, ja. Ja, gleich hin, ob das was nützt. Keller. Was?
War das vorher da? Ich glaube, das hat sich gleich hier mit dem Spiel. Ich glaube, es ist gleich fertig. Okay. Da geht's auch nicht hoch, ne? Nee. Ja, ich muss da rein, was soll ich machen? Es geht nicht anders. Obwohl ich es gerne irgendwie noch versuchen würde. Ne, es wird auf jeden Fall rum sein. Da ist noch eine Tür. Das wäre vielleicht noch, wenn wir nicht feststecken würden. Nee. Wir stecken aber fest. Ach. Naja, gut. Es wird nicht anders gehen, als hier hochzugehen. Nicht hier noch was zufällig? Nö. Ach. Locked. Absolute Stille. Kamera ist noch da. Jetzt müsste ich nur mal gucken. Wie gingen dann nochmal die Nachtsicht an? Offenbarung. Klingt so nach letztem Kapitel irgendwie, Offenbarung. Okay, da muss irgendeine Markierung auf jeden Fall irgendwo an der Wand sein. Jetzt nehmen wir halt doch mal die Taschenlampe. Also, da ist eine Tür. Was? Was hat das jetzt? No going back, Ellis. There never was. Let's get this over with. Was war jetzt? Okay. Also ich musste offensichtlich nur einen Schritt in Richtung dieser Tür laufen. Und da gab es jetzt diese kleine Cutscene. Also raus kommen wir nicht mehr. Die Tür ist zu. Die geht auf, die nicht. Je nachdem, wie wir uns jetzt entschieden hätten, ginge jetzt vielleicht die andere Tür auf. Ja? Hätten wir jetzt vorher uns dafür entschieden, unter den Baum zu kriechen, hätten wir uns an anderen Stellen im Spiel schon für irgendwas anderes entschlossen, mehr oder weniger unterbewusst, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich auch vielleicht hier eine entsprechend andere Tür wählen können. Das ist die Markierung, die er, also ich meine zumindest, was er jetzt auf dem Videoband eben gezogen hat, selber. Also der Sound ist echt geil. Also ich könnte jetzt hier nicht unterscheiden, ob dieses Gewitter im Spiel stattfindet oder in echt. Dieses Spiel verwendet ja irgendeinen speziellen Sound. Es steht am Anfang, wenn man das Spiel startet, da. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Zeug heißt. Aber es funktioniert. Und das mit einem stinknormalen Stereo-Headset. Habe ich jetzt ein... Ja, bin ich jetzt hier diversen Markierungen... Ja, ich bin eigentlich da lang gelaufen, wo es ging, ne? Sonst geht's ja nicht. Ich gehe nochmal vorsichtshalber zurück. Ich kann das ja gut. Da war ich gerade drin. Ja, ja, da geht auch nichts mehr. Da komme ich her. Ja, genau. Alles klar. Ich kann auch nicht... Ich kann auch gar nicht zur Taschenlampe wechseln. Hier geht's nach oben.
Da läuft auch jemand rum. So wie sie es anhört. Oder es klopft irgendwo jemand. Das kann natürlich auch sein.